Hallo Hytom Community, willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom DestinyBlog.de. Ich bin wieder Toxic und habe wieder neue Informationen für euch. Auf der Internetseite www.bungie.net habe ich einen Eintrag gefunden, dass heute das Eisenbahn-Event wieder starten sollte, welches aber letzte Woche im Bungie Weekly Update nicht bekannt wurde. Beziehungsweise dort geben sie es in der Regel eigentlich bekannt, wenn eine Woche drauf das Eisenbahn-Event starten wird. Da eigentlich auch noch die Festival der verlorenen Event läuft bis zum 8.11., ist es halt sehr komisch, dass dies hier erwähnt wird. Schauen wir uns noch mal kurz die Beutezüge an für Eisenbahn-Event, welches eventuell heute starten wird. Das Eiserner Marathon haben wir gerade gesehen, Eisernes Licht, Eisenarenal. Wir sind auch schon im letzten Eisenbahn-Event dabei gewesen, genauso wie Eiserne Unterstützung. Ja, mal sehen, ob heute das Eisenbahn-Event wirklich starten wird. Wir werden sehen, ab 19 Uhr, beziehungsweise gar nicht wahr. Ab 18 Uhr sollte dieses dann starten, wegen der neuen Zeitumrechnung. Wir haben ja jetzt Winterzeit, daher dann ab 18 Uhr. Naja, weil Hüter, wenn ihr weitere Informationen sucht, wie immer auf unserer Homepage www.destinyblog.de. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da, beziehungsweise abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch noch schöne Halloween und gut Loot.